aber er hat noch keine hergestellt. Ja. Batterien kommen hier an. Geschwindigkeitsmodule mache ich mal wieder auf 50. Damit da nicht so viele Platten abgegriffen werden. Und wo wir gerade oben diese eine MK1-Fabrik noch hatten, da ist noch eine. Haben wir genug Ressourcen für MK2-Fabriken? Könnten wir zwei bauen. Ja, bau bitte mal zwei MK2-Fabriken, nachdem die da fertig sind. Und dann machen wir... Aus was MK2? Warum tust du hier Sachen rein, wenn du... Ach so. Weil da einer rausgenommen wird, tust du ihn rein. Ist okay. Du bist schon MK2-Chips. Wow. Okay, da landen unsere grünen Chips. Ich glaube, ich beschränke das mal. Auch wenn das komisch ist, grüne Chips zu beschränken. Aber ich beschränke das, glaube ich, mal, damit das Eisen auf jeden Fall unten ankommt. Bei den Modulen. Module sind momentan nämlich ziemlich wichtig. Habe ich noch schnelle Laufbänder? Ich guck mal ganz kurz an der Kiste, wo ich es oben aussortiert habe. Dann baue ich die schnellen Laufbänder an den Fabriken, wo... Genau da. Die kommen jetzt dahin, wo die Fabriken, die viel brauchen, das normalerweise wegklauen. Hier zum Beispiel. So, das heißt, hier huscht das Eisen schnell vorbei und es kommt mehr unten an. So die Theorie zumindest. Ja, die brauchen nicht viel und hier kommt dann das Eisen an und dann könnte es sich irgendwann vielleicht sogar mal stauen unten. Oh Mist, das kann es nicht. Wir haben doch Kisten unten hingebaut, oder? Ah. Okay, gucke ich mir gleich an. Also, Laser Turret Damage haben wir erhöht. Das ist sehr gut. Hätte ich eigentlich ganz gerne nochmal. Kostet 100, 100. Jo, nochmal. Her damit. Ja. Ja, das staut sich echt. Beschränkt die bitte mal auf 1. Und Kupfer beschränkt allgemein mal so. Weil ich... Nee. Also die Idee dahinter war, dass wir irgendwann so viel Eisen und Kupfer haben, dass es schade wäre, dass es auf den Fließbändern liegt und dass wir alles in Kisten einsortieren wollen. Aber wir... So viel Eisen werden wir nicht mehr haben. Nicht wirklich. Also es darf sich ruhig auf den Fließbändern stauen. Bis ganz hier oben hin. Ganz hier oben hin. Das ist auch recht viel Strecke. Das dauert erst, bis sich das alles staut. Bis dann hier zu der Kiste. Ja, 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 ja. Okay, was wollten wir noch? Genau die da. Dann wollten wir Fabriken aufbauen und aufpimpen. Und dann sollten wir eigentlich bald wieder nach oben. Sonst kommt gleich der nächste Angriff und das war's. Mauern haben wir ein paar gebaut. Was fehlt hierfür? Stone Gears. Stone Gears müssten wir jetzt langsam Puffer haben, richtig? Richtig. Dank der schnelleren Fabrik. Und der inzwischen wieder... vorhandenen Steinanbindung. Ja. Du brauchst ein schnelleres Ärmchen, kann das sein? Jo. Geht gleich viel schneller, sehr gut. So, dich breche ich kurz mal ab. Die können wir auf dem Weg nach oben noch bauen. 39 Lasertürme. Ja, gib ihm. So. Genau, wir setzen die Fabriken jetzt noch. Und sobald die Fabriken gesetzt sind... Wow, ich das coole Auto. Lasertürme weg. Lasertürme hinten ran. Mauern hinten ran. So. Viel zu tun. Und ich könnte da tricksen, indem ich die Module selber abbaue. Nee, ist okay. Ja. Das ist soweit okay. Also Fabriken setzen, Auto bauen, Auto auf keinen Fall innerhalb der Basis benutzen. Weil ich habe mit dem MK1-Auto schon ganz schöne Sachen kaputt gemacht. Das will ich jetzt nicht mehr im MK2 testen. Drücke ich eventuell einmal aufs Gas und mache die ganzen MK3-Maschinen hier kaputt. Das wäre echt doof. Brauchen wir ein Steel Furnace MK1? Nein. Den MK2 da nehmen wir mal mit. Rubber und Resin nicht wirklich. Das kann alles auch da rein. Holzkiste kann da rein. Ich müsste eigentlich jedes Mal mein Inventar komplett leer machen, um das Eisen abzuholen. Aber dann kann ich nichts unterwegs bauen. Das ist auch doof. Ah, okay. Fabriken. Aus
Wo sollten die Fabriken jetzt hin? Oh, du bekommst kein Eisen mehr. Dich wollte ich eigentlich gerade zu einer MK2-Fabrik machen. Aber es bringt nichts, wenn kein Eisen ankommt. Achso, weil ich nicht wieder oben war, um die Sachen... Ja, okay. Das heißt, es wird sich einpendeln, sobald ich einmal von oben richtig großen Schwung Eisen geholt habe. Fließbänder stauen sich, ist okay. Grüne Tränke. Haben wir irgendwo Probleme mit Tränken bei der Forschung? Am ehesten hellblau, hm? Okay, hellblau wird aber bestimmt schon eine MK2-Fabrik sein. Nee, ist es nicht. Okay, du bist jetzt MK2. Und dir fehlen grüne Ärmchen und grüne Ärmchen fehlen einfach nur Eisen und Eisen holen wir jetzt. Gut, also. Wir gehen nach oben. Wir bauen das Auto auf. Haben tun wir schon. Holzen damit den ganzen Wald ab, wenn es denn einigermaßen geht. Roboport. Habe ich meinen Roboport? Ah, genau. Bau, Roboport. Fast vergessen. Oh, und Bau. Bau die kleinen lustigen Roboter. Dafür brauche ich die da. Nimm mal die Hälfte mit. Haben wir normale Engines dabei? Nee. Okay, dann bau bitte unterwegs auch noch 5 Construction Bots. Boah, ist das langsam, das Vieh. Genau. Geschwindigkeit. Ich erforsche jetzt die Geschwindigkeit von Logistikrobotern. Oh, Moment mal. Zählt das nur für Logistikroboter oder zählt das auch für die Bauroboter? Weil ich wollte das eigentlich gerade erforschen, damit die Bauroboter, also die Construction Bots, schneller zum Reparieren kommen. Ich glaube, das hat die auch beeinflusst. Weil die waren in unserer letzten Welt auch ziemlich flott. Ja, komm, machen wir das da. So. So, gut. Also, hoch, Auto bauen, mit Auto ganz viele Wälder hoffentlich wegschrotten. Tür auf, Tür auf. Tür zu, Tür zu. Dann einen Weg bahnen für unsere spätere Zugstrecke. Ich denke, ich orientiere mich an den Ölfeldern. Also nach Norden bis zu dem Ölfeld, dann nach Osten, dann über das Ölfeld und dann da schräg. Das klingt gut, okay. Also wäre das hier hoch. Auto. So, siehst du toll aus. Nicht wirklich. Du siehst aus wie das normale Auto, nur ein Ticken mehr lila. Hast aber 2 Fuel-Slots und der Trunk ist nicht so wirklich groß. War der bei dem MK1 auch so klein? Das müsste man mal testen. Vielleicht ist das einfach nur so ein schnelles Auto, ein schnelles gepanzertes Auto. Zum Kämpfen eher. Und das dann Transportauto? Okay. In welche Richtung guckst du? Ich will nicht... Ah, okay. Okay, okay. Die Scheinwerfer sind schon mal buggy. Aber ich kann super durch den Wald durch. Guck dir das mal an. Ja, da muss ich jetzt keinen Schiss mehr haben, dass ich aus Versehen irgendwo gegenfahre. Whee. Oh. Ja. Ach, okay, okay. Reparieren. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Oh, Roboter hilft mir. Sehr schön. Reparieren könnte ein bisschen dauern, weil es halt mehr Lebenspunkte hat. Und weil wir noch nicht die besten wie Pep-Packs haben. Das ist echt lieb von dir. Danke. Und ja, die brauchen auch mehr Cargo-Slots, damit sie halt mehrere Repair-Packs hinfliegen können. So, fertig. Einsteigen. Nicht gegen die Wand fahren. So, also hier nach oben wollten wir freimachen. Bis zum Öl. Hier ist irgendwo Öl. Da ist Öl. Dann vom Öl aus nach Osten. Hier. So, bis zu dem anderen. Ich versuche jetzt absichtlich Bäume zu treffen. Das ist sehr konterintuitiv. Du, reparieren. Aber das Ding ist schick. Das ist echt schick. Also ja, es braucht viel mehr zum Reparieren. Es braucht wahrscheinlich auch viel mehr Sprit. Aber es hält tierisch viel aus. Und genau das hat mir bei dem alten Auto absolut gefehlt. So, Logistik-Robot-Speed ist erhöht. Schön.
Cargo Capacity ist sehr teuer. Könnten wir aber eventuell brauchen. Irgendwas, was wichtiger wäre. Bessere Mining Drills. Wir haben noch nicht mal das MK2-Ding gebaut. Ja, weiß nicht. MK2-Schild für die Rüstung. Power Armor MK2, 150. Könnten wir noch haben. Und ich hätte echt gern... Oh, 50, ey, na, fuck. Ja. Ach, die MK1 haben wir schon? Ne, haben wir nicht. Was? Doch, haben wir. Wo ist die MK1-Rüstung? Da ist die MK1-Rüstung. Die könnten wir bauen. Das heißt, wir sollten jetzt nicht die zweite erforschen. Okay, dann erforsch bitte den... Wow. Forsch erst dann bitte die bessere Batterie. Ja? Schön Schritt für Schritt. Erst Batterien, dann Fusionsreaktor. Nicht andersrum. Auch wenn man mit dem Fusionsreaktor fast keine Batterien mehr braucht, aber... Pst. So, bis gleich repariert. Und die Roboter sind auch fertig. Sehr schön. Also weg mit dir, hin mit dir. So östlich bis zum Öl und dann nach Norden. Hier durch. Durch das Kupferfeld und dann einfach schräg durch. Hier, irgendwie so. Oh, hier sind wir ja schon. Nom, 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 nom. So, aussteigen. Reparieren. Ich brauche... Genau, das hätte ich erforschen können. Die besseren Repair Packs. Obwohl ich jetzt ad hoc nicht wüsste, unter was die fallen. Vielleicht unter Werkzeuge, also Abbauwerkzeuge, dass das mit dazu gehört. Oh. Und das waren eigentlich die Repair Packs, die für die für den Außenposten hier gedacht waren. Und ich habe keine grünen Chips dabei, muss alles von Hand machen. Ja, super. Okay. Lasertürme da. So. Alles schön verstärken hier. Ich höre vier. Kämpfen? Ah, da. Okay, okay. Ich hätte schwören können, ich hätte die eben gerade angreifen hören, aber das war wohl deren Kampfgebrüll für die Schlacht. Also man kann die aus der Entfernung kommen hören. Was schon mal sehr cool ist und beängstigend, wenn es bestimmt später eine größere Horde ist. Und das noch weg. So, Laserturm. Das war nicht der Laserturm, da ist der Laserturm. So, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Wir haben jetzt überall 3. Ne, da oben nicht. Oh, und wir haben keinen Strom. Zack. Zack. So, sehr gut. Ja, ging sogar einigermaßen gut auf. So, jetzt darum, 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 darum. Hier die letzten Türme setzen. Und weil es eine Ecke ist, bekommen wir mehr Türme hin. So, und jetzt stocken wir das überall auf 5 Türme pro Pfosten. Und wenn wir das haben, dann ist das Ding hier weil so weit sicher, wie es sein kann. Jetzt Roboport. Ich hätte gerne den Roboport so platziert, dass... Achso, reparieren kann er überall, ne? Ja, okay. Die Reichweite für die Reparatur, also der gelbe Bereich, ist komplett alles... Sehr schön. Das heißt, hier kommen jetzt die Roboter rein. Die bekommen die Repair Packs und dann fliegen sie los und machen Sachen heil. Ja, sehr gut. Oh, achso, der Wagen. Ja, danke. Hier zu. Haut das hin. Du kannst noch weg. Ah, wir haben noch ein Stack. Sehr schön. Oh, sehr gut. Mauer unten ist dicht. Können wir irgendwann eine Dreifachmauer draus machen? Ah, da ist noch ein bisschen was. So. Du weg. Du weg.
Und das sieht doch schon richtig, richtig gut aus. Wir haben eine Doppelmauer, wir haben an jedem Strommast mindestens 3 Lasertürme bis teilweise 5 oder sogar 7. Wir haben hier drin eine stetige Versorgung mit Eisen. Wir waren jetzt ungefähr eine Viertelstunde weg und haben pro Kiste 1300 Eisen. Das heißt 5200 Eisen, mal so eben nebenbei gemacht. Sehr gut. Und jetzt kommen wir überall noch Produktivitätsmodule rein. Dann geht das gleich noch viel mehr ab. Mehr Module. So.